Hey Gamers da draußen, willkommen bei Kim Money Me. Hier dreht sich alles um den virtuellen Sport. Holt die Controller raus, denn wir stürzen uns in epische Matches. Taktische Meisterleistung und Jubel über großartige Tore. Lasst uns gemeinsam das Spielfeld dominieren und das Stadion zum Beben bringen. Und hier bei einer neuen Folge des So Rare Road to Glories. Hier seht ihr noch die Ergebnisse von letzter Woche. War wirklich wieder ziemlich durchwachsen. Wir haben hier einige gute Captains gewählt, einige schlechte Captains. Hier in der MLS wären wir mit Almada viel besser dran gewesen, der 2 Tore vorbereitet, eines geschossen hat bei dem 4-0-Sieg. Lorenzo haben wir eigentlich sehr gut gepunktet, der hat ein Tor geschossen, 100 der Bewertung, dann mit dem Captain 150. Aber es reichte leider auch wie Ida nicht für eine Limited-Karte. Wir haben jetzt, ich habe noch hier Off-Stream, Off-Aufnahme, ein MLS-Team für die aktuelle Woche gemacht. Und wir gehen in die neue Woche. Und ich habe mir etwas ganz Neues überlegt. Wir versuchen es mal mit dem Line-Up-Bilder von So Rare Data. Und der hat mir mal dieses Team ausgespuckt. Wir werden diesmal so nachbauen. Castells, dann Orban, Wirtz, Musiala und Itakura. Da müssen wir wechseln. Musiala. Okay, der könnte verletzt sein. Und Werner wird wohl auf der Bank sein. Das ist fast 100% dann. Until 8.9. Ja, dann gehen wir aber mit Werner. Einfach damit wir vielleicht noch Punkte holen können und wird Captain. Dann geht es weiter in die französische Liga. Da gehen wir auch mal rein. Mbogo, Talbi, Benjamin, Zakaria und Palois. Das passt eigentlich soweit. Da ist ja, glaube ich, niemand verletzt. Das ist ja klar. Und die sollten alle spielen. Lacazette ist verletzt. Das sollte passen. Und Benjamin hier schon drin. Wir gehen trotzdem noch schnell Bundesliga schauen. Kur, Arnold vielleicht auf der Bank, Werner vielleicht auf der Bank, aber wir müssen hier halt einen Sturm reinsetzen. Das ist okay. Dann in die La Liga. Da haben wir auch keine, der verletzt ist. Das ist okay. Das ist auch okay. Dann wechseln wir hier Oblak. Duarte, Valverde. Take und Parejo. Dann weiter in die MLS. Auch hier keine verletzt. Ich hoffe, das wird sich auch nicht morgen oder beziehungsweise dieser Nacht enden. Ich nehme das Video am Mittwoch auf. Und am Donnerstag sind dann Spiele. Das passt. Dann sehen Sie aber hier Messi eigentlich als klassischer Stürmer. Jovetic als Extra Player. Dann in die Premier League. Decke und Leno. Okay, das passt. Leno gegen City. Da wird wohl Becker wirklich gut punkten. Sie nehmen nicht mit Mitoma. Okay, interessant. Job würde ich auch nicht nehmen, der ist wirklich gegen City, wird es schwierig. Was haben wir? Brentford, Almeria, da kommt er hier. Und Anthony Gordon kommt hier noch rein. So, das passt auch. Und dann noch in die Serie A. Das passt, da Strefezza könnte eventuell nicht in der Startelf stehen. Und hier
Ivicar, oder wie man den ausspricht, habe bis jetzt immer nur von der Bank teilgenommen und habe mir so einige Punkte gekostet. Dann haben wir Vertrauen jetzt mal diesen Bot. Dann ihr als Captain. Dann hier ist der Fetzer. Das sollte passen. Haben jetzt. Da hat es diese Änderung noch nicht genommen. Strefetza. Gehen wir nochmal schnell durch. Da hat er gewechselt. Das ist in Ordnung. Das kann er gerne machen. Da hat er auch gewechselt. Das kann er. Nicht als Extra Player, sondern Messi hier. Jovicic hier. Das passt aber sonst. Okay, der wechselt immer. Wieso das? Aber wir können ja so schauen. Das passt auch. Passt auch. Auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Und schauen wir mal, live eben ist noch nichts bekannt. Die spielen alle heute Nacht ihre Spiele. Hat auch noch niemand Punkte. Hier mal schnell schauen. Meine Partie in Miami gegen Nashville, St. Louis City gegen Dallas und Atlanta gegen Cincinnati. Das heißt, in Mailand haben wir zweimal drin. Atlanta, genau, haben wir auch zweimal drin. Und eben Birky von St. Louis. Sind wir mal gespannt, vielleicht können wir auch schon hier punkten. Ich denke eher nicht, aber wir lassen uns doch überraschen. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und teilt es mit euren Freunden oder schaut mal selber rein in So Rare. Wirklich interessantes Spiel. Hier auch nicht nur mit Fußball. Mit Fußball haben sie angefangen, aber es gibt mittlerweile auch die NBA und die MLB. Und eben ich will hier zeigen, dass es auch ohne Geldeinsatz möglich ist, hier ein Team aufzustellen, beziehungsweise mal eine Limited zu holen. Wenn wir dann eine Limited haben, müssen wir dann mal weiterschauen, ob wir vielleicht diese direkt gerade verkaufen oder uns mit dieser dann ein Team zusammenstellen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dann!